Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Geiser und ich zeige euch heute, wie ihr einen lustigen Badeponcho nähen könnt. Wir haben uns das Modell der Pinguin ausgesucht, wobei ihr natürlich völlig frei seid, welches Tierchen, Früchtchen oder was immer euch einfällt, ihr nähen wollt. Für einen Poncho benötigt ihr ca. 90 cm Frottee, ca. 25 cm Jersey für das Kapuzenfutter sowie 6 Meter vorgefalztes Schrägband. Was ihr sonst noch benötigt, hängt sehr stark davon ab, wie ihr den Badeponcho verziert. Die genauen Größenangaben und Materialangaben findet ihr in der Anleitung auf der Website. Dort könnt ihr euch auch den Schnitt herunterladen, der insgesamt 4 Seiten umfasst. Achtet beim Ausdruck unbedingt darauf, dass ihr Seitenanpassung keine in den Druckeroptionen wählt, denn nur dann wird der Schnitt in der richtigen Größe ausgedruckt. Ob alles passt, könnt ihr kontrollieren, indem ihr das Kontrollquadrat messt, das unbedingt 10x10 cm groß sein muss. Dann klebt ihr die 4 Seiten des Schnittes aneinander. Wie das zu erfolgen hat, findet ihr ebenfalls hier aufgezeichnet und habt dann später 4 Schnittteile, die ihr ausschneiden könnt. Ihr habt in jedem Fall das Kapuzenteil, das ihr für jeden Poncho benötigt, sowie wenn ihr euch für die Variante des Pinguins entscheidet, die Füße, den Pinguinbauch mit der Applikationsvorlage sowie die Vorlage fürs Gesicht. Aus dem Frottee schneidet ihr ein Handtuchteil mit den Maßen 63 x 126 cm, das ich hier bereits vorbereitet habe. Aus dem Reststück schneiden wir 2 Teile für die Kapuze. Eure Schnittvorlage für die Kapuze hat hier eine Markierung im Stoffbruch schneiden. Stoffbruch bedeutet, dass das Schnittteil an eine gefaltete Stoffkante angelegt wird. Fixieren das Papier mit einem Stecknadel. Und ganz wichtig, dieses Schnittteil beinhaltet keine Nahtzugabe. Das heißt, ihr müsst diese rundherum entsprechend zugeben. Ich empfehle euch eine Nahtzugabe von 1 cm. Und schneide dann beide Lagen in einer Arbeitskante aus. Lange gerade Kanten könnt ihr auch einfach und präzise mit dem Rollschneider zurückschneiden. Das zweite Frotteeteil wird genauso zugeschnitten. Den Jersey für die Kapuze habe ich hier bereits rechts auf rechts gefaltet. Das heißt, die schönen Seiten zeigen aufeinander. Dann falte ich beide Lagen im Stoffbruch und stecke meine Kapuze auf. Die Kante genau an den Stoffbruch. Ganz wichtig, auch hier müsst ihr die Nahtzugabe nochmal gesondert zugeben. Am besten schneidet ihr die Teile zusätzlich mit 1 cm Nahtzugabe aus. Und da ich vorher den Stoff schon rechts auf rechts gelegt habe, liegt die Kapuze jetzt schon fertig zum Zusammennähen bereit. Damit nichts verrutscht, fixiere ich die Kante mit einem Stecknadel. Jetzt nähen wir die Kapuze mit einem Geradstich rechts auf rechts zusammen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr sehr schnell und einfach aus Jersey Kordeln herstellen könnt. Wir haben diese als Bindebänder an den Seiten des Ponchos verwendet, sowie als Haare am Pinguinkopf. Wir haben hier ein Stück Jersey mit einer Länge von ca. 30 cm. Ich schneide jetzt mit dem Rollschneider und Lineal einzelne Streifen mit einer Breite von 2,5 cm. Schneidet ihr breitere Streifen, bekommt ihr eine dickere Kordel. Dünnere Streifen ergeben dementsprechend auch eine dünnere Kordel. Jetzt nehmt ihr den Streifen an den kurzen Enden in beide Hände und zieht ihn kräftig auseinander. Der Jersey rollt sich jetzt schon von selbst auf und ihr rollt ihn von einer Seite einfach vollständig auf. Wir benötigen insgesamt 6 dieser Kordeln, 4 für die Bindebänder und 2 für die Pinguinhaare und den Knopfverschluss. Die Kordeln für die Bindebänder könnt ihr jeweils einzeln am Ende bereits verknoten.
Das überschüssige Ende könnt ihr zurückschneiden. Und die gesamte Kordel sollte circa eine Länge von 30 cm haben. Berliner. Made to create.